Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal, und zwar Max, The Curse of Brotherhood. Einem, wie man hier schon sieht, sehr farbenfrohen Spiel aus dem Hause Pressplay, das ist die Entwicklerfirma, die es wohl leider nicht mehr gibt, weil deren Webseite, da wird man irgendwie ganz komisch weitergeleitet. Das war wohl eine dänische Firma. Eine dänische Entwicklerfirma, die wohl von irgendwem anderen gekauft wurden. Der Publisher ist Microsoft Game Studios. Rausgekommen ist es für den PC, auf dem ich das gerade spiele, 2014. Es ist ein Plattformerspiel. Die Engine ist Unity und freigegeben ist das Spiel ab 6 Jahren. Und nachdem es die Webseite ja nicht mehr wirklich gibt von dem Spiel, habe ich euch den Link zu Microsoft unten in die Infobox rein gepostet. Allerdings ist das natürlich der Link auf den Microsoft Store. Soweit die nackten Daten. Was weiß ich über dieses Spiel? Nicht mehr als das, was ich euch gerade hier erzählt habe. Ich würde sagen, ich schaue mal kurz in die Optionen. Also das Spiel ist, soweit ich weiß, auf Englisch. Untertitel sind eingeschaltet. Sprache ist Deutsch. Grafik. Hoch, okay, ich würde mal sagen, das passt soweit. Wieder ein Spiel von der Unity Engine, die scheint sich ja immer größere Beliebtheit zu erfreuen. Freut mich, denn das letzte Spiel, Seasons After Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was Pressplay so aus der Unity Engine alles rausholt. Sagen wir mal, neues Spiel. Oha. Brother, oh brother of mine, I wish you'd be erased from all of time. I wish your traces could be gone from all places, that evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Kapitel 1 bis 2. Anderland. Oder 1 von 2, weiß ich nicht. Okay, Leute. Oh, da ist ein Monster. Ja, wir sind Max und wir suchen Felix. Und, ja, ich würde... Okay, ich bin unterwegs, Felix. Ich bin unterwegs. Okay, mit A springt man. Das war jetzt zu erwarten. Also, ich spiele das Ganze mit meinem Xbox 360-Controller. Oh, ja. Hätte auch niemand denken können, dass man einen Zauberspruch, den man bei Giggle findet, sehr witzig, dass der auch tatsächlich, ups, funktioniert. Hüpf. Ah, okay. Okay. Linker Analogstick. Yippie! Oh, das ist nämlich bei Tomb Raider, Leute. Okay. Ah, okay.
Hier kann man klettern. Okay. Hui. Help me, Max! Bin unterwegs, Felix, bin unterwegs. Okay. Erstes Mal gestorben. Muss ich... Okay. Das ist wirklich wie bei Tomb Raider, Leute, nur in 2D. Es sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr witzig aus. Und wahnsinnig schön, die Grafiken. Okay. Ich versuche mal B. Nein, ist das nicht. X. Nein. Y. Auch nicht. Ich versuche jetzt gerade alle Tasten mal durch. Nach unten. Analogstick nach unten. Nach rechts unten. Verstehe. Bisher ist das Tutorial nicht sehr aussagekräftig. Felix, hang on! I'm coming! Wow! Das war ein Move. Oh. Das hätte ich nicht machen dürfen. Okay. Also nach oben springen kann er hier nicht. Ich versuche mal nach links zu springen. Nach rechts, Entschuldigung. Und rechts geht. Wow, das ist wirklich cool gemacht. Bisher bin ich recht begeistert. Ich bin mal gespannt, ob es hier Frustmomente gibt. Und wie viele. Felix, wait! No, no! Max! No, no! Okay, jetzt muss ich wohl rennen. Lauf, Max! Auf Zeit, Leute, auf Zeit! Haha, da kriegst du mich nicht. Ihr das schafft, wie ihr das kriegt. Oho. Ach, da, ich wollte jetzt hochspringen. Nein, ist das grausam. Das Spiel ist ab 6, Leute. Aber ich glaube, ich habe gesehen, im Englischen ist es empfohlen, ab 10. Aber es gibt es ja im Deutschen nicht. Lauf schon. Okay, da darf ich nicht schwingen bei dem anderen. Runter. Sondern da muss ich, da muss ich hochklettern. Oh, nein, ich bin gesprungen. Sorry, ich bin gesprungen. Tut mir leid, Leute. Oh, hätte man den Checkpoint auch ein bisschen weiter. Aber dann wäre es zu einfach. Das verstehe ich schon. Ich erschrecke da jedes Mal, wenn das Ding nach unten klappt. Runter. Und wieder den Stein wegfetzt oder den Felsen, würde man hier sagen. Mann. Er klettert aber relativ schnell, unser Max. Das nach oben zumindest. Jum! Nach oben. Ach, müssen wir mitkommen. Den Abgrund
entkommt er nicht, der Bursche. Ja, das ist auf jeden Fall mal die gruseligere Version der Monster AG. Monster aus dem Schrank. Ich verstehe. So, jetzt ist es wieder schön ruhig. Er schwingt auch ganz gemütlich. Das hatte ich jetzt nicht geschnallt. Okay. Wieder zurück. So. Okay. Also das sind wirklich so Fallen, wie man sie aus Tomb Raider kennt. Ich meine, ich spieße ja gerade aktuell auf meinem Kanal. Tomb Raider Anniversary. No, no, no! Jo. Da wäre Lara Croft bestimmt auch abgestürzt. Oh no! So, hoffentlich hält der Balken. Schwingen. Doch schon wieder. Wow! Und die Farben sind toll gemacht und die Landschaft ist cool animiert. Jetzt wissen wir Bescheid. Wow, ist das schön gemacht mit diesen Wasserfällen. Cool. Wirklich schön. Palmen. Hm. Okay. Wo? Hey, who's doing that? Mhm, genau. Das wollte ich auch gerade fragen. Wer hilft uns denn da? Eine Liane. Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel irgendwie sowas wie Collectibles gibt, also so Aufsammelteil. Wow! Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wer hier unsere gute Fee ist. What the? Water? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, noch eine Liane. Ja, das ist ja echt cool. Oh, halt, ich muss nicht runter. Nicht hochklettern, meine ich. Aber jetzt. Er klettert wirklich sehr schnell hoch. Ja, cool. Jetzt sind wir hier oben. Heute gibt es ja auch sowas wie ein Checkpoint. Ist das schön gemacht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefällt mir wirklich sehr, sehr... Okay, das ist jetzt dann... Hier kann ich runter wahrscheinlich, oder? Ah ja, genau, hier, dann werde ich da hoch... Yeah. Okay. Er ist schon ein ganz eigener Typ, unser Max. Ja. Jetzt klettert er ganz langsam. Up you go, Max. I'll tell you how to save the brother. Huh? Let me describe. For centuries, I have sheltered this world against Lord Mustacho. Mustacho. Lately, Mustacho has gained the upper hand. I'm old. But so is he. To rule the world once and for all, he needs new energy, a fresh spirit, a new corpus. Your brother
Mustachio keeps Felix there. Succeed where I failed. Go to the castle. Stop Mustachio before he absorbs Felix. But beware Mustachio's eyes. Now, Max, hand me your weapon. I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Ooh, that will do pleasantly. Good luck, Max. Sehr verwirrend alles, Leute. Oh, Kapitel 1 bis 3. Sandmeer. Oder wahrscheinlich 1-3. Sandmeer. Your weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Go on, pick it up. Yes! On you go, Max. Felix is waiting. Okay, ich dachte gerade, das ist so ein Ding, König Artus Schwert. Your weapon can clear the path. Die Waffe kann deinen Weg freiräumen. Mhm. Mit RT. Oh, wir können hier zeichnen. What you create, you can destroy. Okay. Aha. Your weapon will be drawn to nature's most powerful places. There, I will help it gain in strength. Okay. Halt. Okay, Leute. Ich habe hier einen Zauberstift. So nach dem Motto, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Wow! Go on. The town is not far. From there you can enter Mustachio's lands. Diese Mustachio. Oh no! Oh yes! One of Mustachio's eyes. Destroy it if you can. Moment mal. Konnte ich nicht mit. Ach so. Ich wollte es mit dem Stift zerstören. Nudge, nudge. Nudge, nudge. No, 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 no! Okay, 1 von 75. Okay, hier sind unsere Collectibles. Das ist ja cool. Und wieder einer von Mustachios. Kann ich den da oben mit dem Stift nicht zerstören? Wie komme ich denn da rauf? Ich versuche da mal raufzukommen, Leute. Geht nicht. Oder muss ich da ganz rauf? Nee, hält das sich nicht fest. Kann ich da eigentlich wieder zurück durchlaufen? Nein, das geht nicht. Die Zähne sind zu. Dann versuche ich mal. Nee, da kann ich nichts. Kann ich. Oder kann ich das jetzt zerstören? Nein, geht auch nicht. Ah, ich kann ja nur zerstören, was ich aufgebaut habe, hat sie gesagt. Und nicht das, was ich. Nochmal versuchen. Nee. Nee, er hält sich nicht fest. Ich schau mal, ob
lange Art gedrückt halten, lässt ihn nicht höher springen. Ja. Komme ich da vielleicht auf der anderen Seite von diesem Felsen hier nochmal? Genau. Okay. Achso, ich kann das wahrscheinlich auch machen, während ich hier draufstehe, oder? Hallo? Geht das nicht höher? Ich zerstör's mal. Doch, das geht höher. Ah, okay. Also ich kann nicht, wenn ich es einmal schon hochgezogen habe. Okay, da muss ich jetzt selber die Höhe bestimmen. Aber ich kann relativ gut dosieren. Okay. Nein, 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 warte mal. Okay. Ah. Kistenrätsel auch à la Tomb Raider. Ich verstehe, ich kann es jetzt wahrscheinlich auch schieben, oder? Jawohl. So, ihr lieben Augen, euch geht's jetzt an den Kragen. Und tschüss. Der Controller vibriert ganz mächtig, wenn man das macht. Gone. Und da ist noch einer. Boah, da schaut er aber richtig fies. Weg mit dir. Gut. 3 von 75. Ja, gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen im nächsten Part von Max, The Curse of Brotherhood, hier an dieser Stelle weiter. Also, bis dahin. Ciao.